voll dick. Falls ihr den mitnehmen wollt, den Feuerhut hier unter mir. Also. Ich weiß nicht, ob der auch instanziert ist. Nimm den mal. Ich hab ihn schon. Dann ist er instanziert, ja. Also du hast ja noch gesehen, ja? Es sind wohl nicht alle Sachen instanziert. Ich weiß aber nicht, was irgendwelche speziellen... Also wenn so Nahrungsmittel instanziert sind, dann hat das natürlich einen Vorteil, dass man als Team... Vorteil ist relativ. Man hat auch den dreifachen Magen, ne, zu füllen. So sieht's aus. Blümchen. Rhododendron. Okay. Pando, ist dann Pipperlicht absichtlich an? Was? Wo? Wie? Ich? Ja. Hast dich gehört. Wo mache ich denn? Wie mache ich denn Licht an? Mit lang R, glaube ich. R? Oder lang. Nein, lang Tab. Lang Tab. Wow. Ja. Okay, das ist mal. Der leuchtet doch nur nach unten. Das ist gar nicht richtig eine. Sieht genau. Komisch aus. Genau. Ja. Kannst du dann Bombe aus Darkstar spielen? Jetzt, es werde Licht. Ja. Grattisch cool. Komm, ich nehme noch mal eine mit. Bleib stehen. Ich glaube, eine habe ich, oder? Ich weiß nicht. Ist die hier liegen geblieben? Nee. Nein, die rennt. Miese ja, ich wollte jetzt nicht die Munition verbraten für Kühe, weißt du? Ja, das stimmt, da hast du wohl recht. Mach ich die mit der Machete. Hier ist eine Werkzeugkiste. Wo findest du denn das schon wieder? Es ist verseucht, raus. Wie das Wasser? Echt? Ja. Habt ihr ab und zu auch mal leichte Lags irgendwie so? Ja. Hält sich eigentlich in Grenzen. Woran hast du es gemerkt, dass es verseucht ist? Indem es geknistert hat, in dem Moment, wo ich jetzt war. Hier ist eine Angel am Ende vom Steg, die können wir wahrscheinlich mitnehmen. Ihr wahrscheinlich auch. Kann ich die vielleicht auch. Kann man mit der schauen? Nee, die ist für mich jetzt auch schon weg. Ja, die ist weg. Ach, die ist weg. Okay. Mhm. Diverses. Hilfsmittel? Wo finde ich denn die Angel hier? Kleidung? Waffen? Keine Ahnung. Gleich Waffe? Ach doch, da. Unter Schrott. Okay, okay. Toll, super. Gut, dann habe ich ja nicht viel verpasst. Nee, hast du nicht. Bienenschwarm. Okay. Alles mit dem, was man findet, ja. Hau die Bienen mit der Machete tot. Ja! Hey, ich habe keine Money. Genau. Das Wiener Ninja-Madel haut mit der Machete den Bienen die Flügel ab. Blind. So schaut's aus. Tot den Bienen. Gibt's da was zu holen bei euch bei den Bienen? Nein. Stiche. Also ich weiß es nicht. Ich habe hier noch eine kleine Hütte gefunden. Entdeckt einsame Hütte. Hat auch gleich die Karte. Oh! Was bist du denn? Oh, komm! Ich sehe Bin hier. Was sind die Hunde? Wird deine. Ich dachte, du bist eine Hirschkuh, Scheißköter. Meine Güte. Die ist aber ziemlich geschrumpft. Wer stand hinter der Mauer? Das hätte durchaus eine Hirschkuh sein können, eine kleine halt. Mit der Machete geht's gegen die Hunde. Ach, meine Güte hier. Ah, hier ist eine Wasserpumpe. Wir können hier Wasser trinken und sammeln. Ich trink mal. Jo, funktioniert. Ich bin verstrahlt. Ich wollte gerade sagen, guck aber ja, vorher, ob sauberes Wasser ist oder schmutziges. Patronen, sehr schön. Jagdgewehr, okay? Es ist doch. Es kommt da aus dem Boden. Ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht Wasser sauber sein könnte, vielleicht irgendwie. Habe ich mich wohl getäuscht. Eine Mehrzweck-Axt, cool. Ha! Das Jagdgewehr genommen aus dem Tresor? Ja. Okay. Was? Was für ein Jagdgewehr aus dem Tresor? Bei mir war der Da ist ein Tresor. Ja, da war eine Mehrzweck-Axt für mich drin. Oh, ich hatte ein Jagdgewehr. Das nennt man Pech. Hm.
finde ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig geil. Irgendwie. Echt? Ich krieg nicht. Ich finde deine Stirn gerade geil. Wo im also ich finde das ich ziehe ja klasse. Drauf. Ist okay. Was soll ich denn mit der Axt? Hauen? Ja, aber meinst du nicht, dass so ein cool. Also der Hunting Rifle wäre da echt cooler gewesen. Neben der Hütte ist eine Waffenwerkbank. Koch mal Köterkeulen. Aber da fehlt mir überall Zeug. Nee, ah, gleichzeitig benutzen können wir sie nicht. Nein. Was? Aber ich kann jetzt handeln und euch jeweils dann noch so eine Köterkeule geben. Ich hab die eine späte Rache. Ich hab den Hunden jetzt ihren Napf weggenommen. Wenn die nochmal respawnen sollten, dann gucken die aber ganz schön doof aus der Wäsche. Na, wo ist die denn? Was? Ich hatte sie gerade an. Kann ich nicht handeln? Achso, okay. Du kannst doch nicht einfach andere Leute anhandeln hier. Oh, jetzt, Moment. Das Wiener Madel ist verschwunden für mich. Wo ist sie denn hin? Na, ich bin da. Ich stehe direkt neben Pandoran. Achso, oh, das kostet Geld. Ich muss da mindestens kann das Preis mal festlegen. Jemand, kann das mal jemand kurz klippen? Pass auf, Wiener Madel, stell dich mal hier hin. Und guck mal in die Richtung. Stell dich mal hier hin, wo ich bin und guck mal in die Richtung. Ja. So. Dann, ich hab da eben nur Pando stehen sehen und ich wusste ja, dass er dich eigentlich noch anhandelt. Der stand hier so und dann habe ich gefragt, wo bist du denn? Und dann guckst du von hier aus gelaufen und sagst, ich stehe genau neben ihm, der handelt mich doch gerade an. Das war so. Ich denke mir, okay, das war jetzt etwas auffällig. Ja, wenn du sagst, du siehst mich überhaupt nicht mehr, ich sehe dich hinter der Hütte, deinen Namen. Ach so, ihr, da habe ich erstmal nicht drauf geachtet. Du stehst aber noch vor Pando oder kommst du hier um die Ecke? Nein. Ich stehe da genau vor Pando. Alles klar. Das habe ich gemerkt, dachte ich mir. Also handeln ist schwierig, weil, wie gesagt, wenn ich ein Item dir geben möchte, dann sagt er Mindestpreis. Den musst du dann bezahlen. Also ich kann dir nichts kostenlos geben. Warum bleib auch stehen, immer. Pando. Wenn ich dich zum Handeln einladen will. Ah ja, okay. Ja, dann nehme ich das an. Ah, okay. Aha. Sehr gut. Okay. Wenn ich dir jetzt ein Wasser zum Beispiel geben möchte. Dann wählst du aus. Wasser, eins. Ja. Hast du diese angenommen? Warte. Sehe nicht, was du mir gerade anbietest. Ah, ich habe dir jetzt 5 Wasser angeboten. Ja, für 15, Deckel. Echt? Ja, also ich müsste jetzt 15 Deckel bezahlen, damit ich es kriege. Na, das will ich nicht. Warte, aber ich kann dir jetzt zum Beispiel. Hallo, guten Abend. Aber du könntest ja in. Es wird gerade vorgeschlagen, man könnte höchstens versuchen, ob man Items in, zum Beispiel in den Tresor packen kann und darüber genau, dann. Genau, handeln. Das war meine Idee. Oder droppen. Vielleicht geht das. Ich probiere mal was zu. Ich weiß es nicht, das probiere ich jetzt einfach mal. So, eine Köterkeule. Jetzt habe ich die gegessen. Nicht. Verdammt, ich auch. So, also mit R ablegen, genau. Jetzt habe ich die einmal abgelegt und hier liegt die jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr den nehmen könnt. Hier ist so ein kleines Lunchpäckchen. Ja, ist ich hier. Ja. Papiertüte mit der Köterkeule. Kannst du die nehmen? Nehmen. Ja. Gut, okay, dann kann man kostenlos dann so handeln. Gut zu Hilfsmittel. Aber ich bin Köter. Fair, du kriegst auch noch eine. Ich hätte noch Fleisch vom Mischlingshund. Nein, ist schon gut, ich habe irgendwas gegessen vorher. Ah, Linksklick ist direkt spät. Essen, ne? Ja, okay, jetzt habe ich es auch gemerkt. Ich habe extra für euch gekocht. Na gut, dann gib her. Also, ich hätte noch fünfmal Hundefleisch, aber das ist halt noch roh, ne? Das können wir nicht. Und nicht wundern, es knistert lustig im Bauch, weil es verstrahlt. Yay. Hätte ich das erst sagen sollen, nachdem ich es gegessen habe. Ob das dieser rote Teil da in deinem HP-Balken ist? Die Verstrahlung? Ja, ne? Genau, ja, ist es. Ja. Also du kannst halt nicht mehr Gesundheit mehr bekommen, als das, was vom Roten abgezogen dann noch weiß ist. Hoffentlich war sie nicht roh. Nee, die Köterkeule war, glaube ich, schon gebraten, ne? Oder? Ja, die war gebraten. Laufen wir jetzt zu den Questmarkern hier, oder wie sieht das aus? Gut, dann ist das nachgewonnen. Ja. Jo.
Tageswechsel. Da vorne ist roter Rauch. Was trinken? Jetzt ist schnell unterwegs, Jungs. Ich sprinte ja schon nicht. Wo ist sie denn? Hier hinterm Baum. Ach, du bist doch schon direkt an uns dran. Ich muss Blümchen pflücken. Mach ich auch. Meter, 23 Meter. Super-Mutant, das ist cool. Yes. Oh. Ja. Du bist, okay. Autsch. Au! Der ist schon mal weg. Noch mehr? Ja. Oh, keine Munition mehr. Schwierig. Au, geh weg! Alles klar, passt. Ich hab ein Jagdgewehr, okay. Noch ein Jagdgewehr. Und hier war noch ein dritter, ne? Das ist auch ein schwacher, wilder Ghoul, aber der ist leer für mich. Wo ist denn der dritte hin? Der Hilfsapur. Wo ist denn der? Wir haben noch drei Ghule gehabt hier, oder? Da sind aber keine Vorräte drin. Nein. Hm? Ach, hier oben ist er. Alles klar. So. Du hast das Ghule? Mir Waffen. Sind das Mutanten. Sind das Ghule oder Mutanten bei dir? Also, es waren drei Mutanten und ein Ghul. Okay. Dann passt. Die Kiste ist leer für mich. Ja. Jetzt ist wieder was drinnen. Ja, für mich auch. Nehmen. Oh, da ist richtig viel drin. Krass. Bei mir ist sie immer noch leer. Ja, kommt gleich wieder. Sag mal, weiß jemand von euch, wie man auf dem Rad sonst andere Tasten festlegen kann? Für keine die, Ahnung. Ich drücke hier mal jetzt einfach die 1. Nee, das funktioniert so nicht. Space auswählen, C ändern. Ah, okay. Hä? Im Rad selber oder was? Im Rad so. Okay, du willst. Ja. Mhm. Du gehst mit der Maus schon mal über den Platz Nummer 2 und drückst schon, dann ja. Einmal C ändern und kannst dann auswählen, was du da drauf legen haben möchtest. Okay, mhm. Sehr schön. C ändern. Dann. Jagdgewehr. Und C ändern, Mehrzweckaxt. Alles klar. Watz funktioniert hier auch anders als in Fallout 4. Dachte ich mir eigentlich. Alle müssen mal ein. Was? Wen? Das können wir ja gerne mal machen. Alle mal LAN trollen. Ey, Entschuldigung. Sekunde. Gehen wir haut. Ich versuche mal rauszutappen. Mhm. Du kannst jetzt 2 Minuten lang links posten, hier, Lore. Ja, ich höre auch das Rauschen auf dem linken Ohr ist noch diese Fackel hier. So. Was schleichst du denn hier rum? Haltet euch jetzt oder was macht ihr da? Nein. Ich winke durch die Gegend. Ich warte okay. Einfach nur. Ach, ja, okay, wieder auf mich. Bin wieder so langsam. Habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Vielleicht. Finde das Camp der Aufseherin. Ich glaube. Wir sind in der Nähe. Ja, ich glaube, bis zum Camp der Aufseherin ist China auch gekommen. Genau, China hat gesagt, der ist da. Aufseher-Logbuch, Camp, E-Wiedergabe. Das mache ich mal eben. Aufseher-Logbuch, südlich von Vault 76.
Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte, aber mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen? Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Wotec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Mhm. Alles mit dem Camp errichtet. Mhm. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben, sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Okay, das klingt ja praktisch. Ich habe mein Camp dagelassen, Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Alle Nahrungsmittel. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Ich mache mal ein paar Köterkeulen für uns. Mach mal Rüstung, glaube ich. Und ich kann einen Starlight-Bärenauflauf machen. Aber auch nur einen. Schade. Darfst du dir schmecken? Tab zurück. Nö, kann ja was abgeben. Ist ja, geht ja. Heilung, Gemüsestärke, sonst kann ich gerade noch nichts machen. Space verlassen, ja. Schade, dass die Beta jetzt echt nur an so manchen. Die ist ja jetzt momentan relativ selten. Aber es sieht so aus, es könnte Spaß machen, wenn es raus ist, muss ich sagen. Ja, absolut, ja. Was ist das hier für eine Werkbank? Die Waffenwerkbank. Herstellen. Impro-Waffen. Verfügbare Rezepte. Nahkampf, Klingenwaffen, Ball, Kampfmesser, Machete, Planke, Wurfwaffen. Es gibt Wurfmesser. Was ist denn ein Injektor? Impro-Pistole. Du hast eine Spritze. Sieht so aus. Impro-Repetierer. Zur Modifikation wechseln. Ah, das ist die Lagerkiste, okay. Könnt ihr darauf zugreifen? Neben dir steht eine blaue Kiste. Standardverschluss, ja. Wenn ich da jetzt Wasser reingebe zum Beispiel, ist das dann bei dir in der Kiste? Nein, das ist wirklich pro Charakter wahrscheinlich. Die blaue Kiste. Da steht die Kiste. Ja. Da steht ja auch in Klammern Versteck. Ich kann mir vorstellen, dass das nur für uns ist. Da kannst du deine Sachen lassen. Aber du siehst das Wasser drinnen. Nein, da ist nichts drin. Das ist für jeden Spieler einzeln. Das dürfte instanziert sein, denke ich mir einfach mal. Dass jeder, ne? Dass du was Eigenes reinpacken kannst. Den Partyhut, den kann ich dann mal. Aber mal Tee, gesamten Schrott lagern. Sehr schön. Wobei, warum sollte ich da eigentlich Schrott drin lagern wollen? Ich möchte eine 10mm Pistole. Bitte. Die einzige, wo ich Money habe dafür. Kümmer nicht. Wie war das? Der Schrott wird doch hier beim Herstellen automatisch verwertet wahrscheinlich, ne? Oder? Leichte Rüstung, Brustteil. Ich versuche mal leichte Rüstung herzustellen. Ich habe jetzt eine Impro-Repetierpistole gemacht. Also, mal schauen, ob die. So richtig viel konnte ich mir nicht herstellen. So, Moment, jetzt haben wir Kleidung. Brust. Nee. Und den Partyhut, den machen wir mal weg. So, wie sehe ich jetzt aus? Wow. Änderst du die Ansicht?
Ja, ich weiß, aber ich dachte, ich könnte mich mit Alt oder sowas um die eigene Achse drehen oder also selbst so, mit der Kamera. Hm? Das geht anscheinend nicht. Okay. Doch, das geht, wenn du keine Waffe hast. Ah, 308, okay. Ja, wie packe ich... R festhalten. Ah. Ja, sehr witzig. Also wenn ich jetzt V drücke und ich drücke die Alt-Taste, dann nehme ich sofort wieder eine Waffe in die Hand. Nee, wenn du... Also bei mir ist es so, wenn ich keine Waffe in der Hand habe... Ah, jetzt habe ich es kapiert, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, aber ich drehe mich um so einen ganz komischen Mittelpunkt, ne? Dann in dem Augenblick, ne? Ja, um deinen Charakter im Wesentlichen, ja. Nee, der ist aber nicht mittig. Der ist irgendwie sehr weit links außen, der Charakter. Also so für freie Screenshots kann man da noch nichts mitmachen. Aha, man könnte hier jemanden noch ins Team einladen, aber wir warten ja auf Schiene, das können wir ja nicht machen. Scutella, gute Nacht wünsche ich dir. Ich bin da mal weg.de, okay. Das wurde URLs posten im Chat, nie gut. Auch nicht aus Jux. Ich kann Feuerhochsuppe machen aus dem Pilz. Du kannst Waffen, die nicht mehr gebraucht werden und die zu wenig Damage machen, auch zerlegen, um Teile zu gewinnen. Versuche ich mal hier. Gegenstände verwerten wahrscheinlich, ne? Dann kann ich ja die... Braucht jemand eine Impro-Pistole? Braucht keiner von euch, ne? Habt ihr beide, ne? Oder? Ich habe gerade eine gebastelt, ja. Ich habe auch schon eine, ja. Ich schmeiß gerade meine gerade weg, deshalb. Na, ich behalte die erstmal, bei denen eine andere Munition hat, als die Pistole, die ich gebaut habe. Ja, ich hab eine Impo-Repetier-Pistole, deshalb. Genau, die hat aber einen anderen Munitionstyp, deswegen behalte ich die normale Impo-Pistole. Echt? Hat sie? Ja. Die Impo-Repetier 308, glaube ich. Richtig. Und die andere? Ja. 9mm, glaube ich. Schade, habe ich gar nicht nachgeguckt vorher. Jetzt ist sie weg. Macht nichts. Finde ich eine neue. Ja, 308 ist, glaube ich, die einzige, die ich habe. Also. Okay. So, erster Kontakt. Finde die Aufseherin der Serie Flatwoods. Und sonstige Stelle eine Waffe her. Was muss ich jetzt machen? Brauche ich doch gar nicht. Ich meine, ich habe eine Waffe. Ist ja egal, ich kann auch eine Wurfwaffe herstellen, ne? Denke ich mir. Ja. Alles klar. Habt ihr euch Rüstung gebastelt, oder? Ja, das so viel wie ging, ne? An Brust und okay. Linker Arm. Für rechten Arm war nichts mehr übrig. Ne, ist so. Ging nicht mehr. Ich habe gerade ein etwas erschreckendes Achievement gekriegt. Einen menschlichen Schädel verwerten. Kann man scheinbar einen menschlichen Schädel vor. Sag mal, kann man denn zu viert nur oder kann man mit mehr Leuten in einer Gruppe? Weil hier stehen doch... Ne, vier rum. Okay, ist in Ordnung. Vier, glaube ich. Die müssen ja nicht unbedingt eine Gruppe sein. Es kann ja sein, dass die... Das stimmt. Auch kannst zufälligerweise du als Freund joinen? Also, dass du einfach nachkommst, sozusagen. Ich denke mir doch mal. Du kannst in die gleiche Welt von den anderen reinjoinen, ja. Aber ins Team einladen, das muss man händisch machen. Das ja, kannst gut, du nicht über kann das Social trotzdem Menü. Gemeinsam herumlaufen. Also, Overdrive, das ist richtig. Aufbereitetes Wasser. Genau. Weiß jemand, hat jemand irgendwas zum Heilen oder sowas? Nee, ne? Nee. H, glaube ich. Simpack kannst du benutzen. Und ah, ja, richtig. Also eines wie müsstest du ja... Zuckerwatte stellt keine Gesundheit her. Das ist ja doof. Wasser stellt Gesundheit her. Wollt ihr hier noch ein bisschen was machen oder wollen wir in Richtung... wir können ja quer durch die Walachei, aber so Richtung nächster Questpunkt oder so? Oder ja, okay. Was machen wir so? Ja. Spektresora, namens. PvP geht erst ab Level 5. Ah, ach, das ist gut. Sind wir Level 2 oder wofür ist die 2 da unten? Ja, wir sind Level 2 und selbst, wie gesagt, PvP ist das, glaube ich, selbst dann, wenn es aktiv ist, nur auf, wenn du halt zurückballerst, ne? Wo seid ihr denn? Ich das gelesen habe. Ja, hast du gar nichts mehr zum Essen? Zum Heilen? Du bist auf die Hälfte, glaube ich, jetzt. Ja, ich kann Stimpack nehmen, aber ich liebe das Risiko. Ja, ich nehme mal eins hier. Ich hätte noch Köder-Keulen. Habe ich auch noch.
Okay. Essen heilt? Essen heilt, ja. Wasser heilt, gut. Da unten ist auf jeden Fall Hilf Krempel, eins. Das kann man sicherlich looten. Krempel! Ich lass mal fallen. Bist du noch da? Nee, ich bin schon okay. Längst weg. Ich hab ganz viel zu essen. Ich hab eben was okay. Gekocht, ich kann euch auch was abgeben. Hier ist kein... Oh, Krempel, wie geil. War da ein Eichhörnchen drin? Moment. Ah, ein Eichhörnchenbissen. Oh, wie schade. Das ist ganz flauschig, das Essen. Ich habe Hundefutter bekommen, na großartig. Kann ich dir auch, ganz so können wir auch tauschen. Also hab ich ja. Auch noch, aber wenn du lieber ein totes Eichhörnchen in der Tasche haben möchtest. Behalt's. Trag's mal mit dir rum. Blümchen. So. Übrigens, Become Pro, bist du noch da? Das war unheimlich nett, was du vorhin geschrieben hattest, fand ich, ne? Er hatte geschrieben, oh, so wie das aussieht, bin ich hier ganz versehentlich in einem... Hat er ein Niveau vorhin? Jedenfalls hat er den Chat unheimlich gelobt irgendwo, den Stream irgendwie so. Das fand ich richtig klasse. Ganz wieder erwarten. Der muss vielleicht schon schlimme Sachen auf Twitch erlebt haben, das kann sein. Das ist nicht schwierig, schlimme Sachen auf Twitch das, zu erleben. Das stimmt allerdings. Hier war ein Blutblatt, die Pflanze. Hier ist noch eins. Ich weiß nicht, wofür es ist, aber... Ist bestimmt gut. Ja, es klingt schon sehr gesund. Hier drüben ist noch eins. Oh, oh, oh. Und strahlendes Wasser. Ja. In einer strahlenden Zukunft. Warum rennt ihr jetzt auf der... Okay, dann bleib ich auf dieser Seite, ja? Ist in Ordnung. Wir teilen uns auf. Dann können wir mehr Schaden anrichten. Genau. Das Wienermadel ist da einfach durchs Wasser gelaufen. Ja. Der macht das gar nichts. Oh, warte mal, das sind leuchtende Pilze, die muss ich haben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, oh. Da rennt ein. Ermann, danke schön. Hier, Schierling. Ökernichte ist hier. Tot. Au. Gib. Schnappsterz. Schnapp, schnapp. Was denn? Lass doch den Hirsch in Ruhe. Der tut ja noch nichts, oder? Wie kann man essen? Er hat Fleisch. Ja, aber wieder verstrahltes. Und Leder, was du brauchst für die Rüstung, mein Freund. Genau. Das ist ein Argument. Können wir den eigentlich alle ausnehmen, wenn du den gekillt hast? Ich weiß, ich denke schon. Wo hast du den gekillt? Hier im Wasser. Hier. Ah, da. Ja. Kann man nehmen? Nehmen, ja. Okay, sehr gut. Ich will die grünen Pilze mitnehmen. Oh, geht ja sogar. Ja. Okay. Komm mir ein bisschen vor wie ein Witcher mit den vielen Blümchen, die man pflücken kann. Hier ist ein... Ja, Dorf würde ich nicht sagen. Zwei Häuser. Hier drüben ist nochmal so eine... Das so ein Schnapsschwert. Ja. Genau. Da ist Pando, da ist das Haus. Oh ja. Die sind aber zugemauert. Belville Cani Russi, wieso? Habe ich eine übersehen? Doch, ich habe ja. Ich habe mir da schon eine erstellt. War bei dir in der Sprengstoffkiste da was drin? Eine Splittergranate, ja. Okay. Meine ist leer. Warte, ich werf sie dir rüber. Das ist... Ich hab Rieke ja schon Molotow-Cocktails abgeben wollen. In 7 Days. Scheiße. Ein Silbermedaillon. Sehr schön. Belly ist noch ein Hirsch. Bell? Ja? Hier ist ein Hirsch. Ja. Mit Leder. Rüstung, damit ja, ja, du nicht ja, ja. Drauf gehst, hier. Eben, da passiert doch nichts. Ihr seht hier auch diese Leichen rumkullern? Was? Wo kullern denn welche? Leichen? Da, der lässt sich da gerade ganz schön hängen auf der Schaukel. Also bei mir sind hier zwei Leichen. Ja. So. Ah ja, aber... Aber die kann man leider nicht... Nicht lootbar. Hier ist ja, übrigens gut. Eine Schlammbohne hier bei mir. Angeleuchtet. Kann man auch mitnehmen. Zwei sogar. Okay. Dankeschön. Oh,
Fallout 76, der Blümchenpflück-Simulator. Genau. Bisschen, ne? Schon, ja. Man kann sich stehen lassen. Marwurfsratten lesen, Marwurfsratten. Irgendwann schon. Nee, ja. Opossum. Das tut doch nichts, oder? Doch, zerplatzen. Opossumfleisch, schön. Das, ich höre Musik. Ja, komm. Okay. Böse Leute Kasse. Kennen. Wo man singt, da lasse ich nieder. Böse Leute kennen böse keine Leute Lieder. Kennen wieder. Oh, hier, Sport ist Mord. Ich wusste es immer. Guckt euch das an. Der Arme. Das ist Radio, okay. Wer hat Notizen? Oh, warum okay. Habe ich jetzt die Hantel mitgenommen? Nein. Nein, du hast echt die Hantel? 80 kostet ja. Eine 80 Pfund Kürstangel. Kannst du, wie viel kannst du davon tragen? Keine mehr. Ich nehme die Zigaretten mit. Guck mal, hier sind Workout-Notizen. Die kann man ja. Wiedergeben. Warte mal, mach mal. Heute sind die Arme dran. 3 Sets mit je 12 Wiederholungen. Also gut. Kurzhantel Curls für den Bizeps. Sehr geil. Trizepsstrecker. Und Rückenstrecker. Bisschen blöd, dass es kaum richtige Geräte gibt. Egal. Kopf hoch. Nur noch 8 Luxussärge mehr, um das Soll- und Backwards zu erfüllen. Das Lustige wenn ihr rauskommt und, gegenüber die Schiene raufgeht, da ist eine finanzielle Lage hier betrachtet. Ich sollte sie einfach an unsere chinesischen Freunde erinnern. Dann würde ich innerhalb von 2 Wochen im Flieger zurück nach Ipswich sitzen. Dann wird es wohl Bankdrücken heute. Schon wieder. Ja, sehr schön. Hier zugesperrt oder ist sie offen? Da war ein Stimpack drin. Sorry, ich hatte euch mal eben komplett gemutet wegen des Textes. Da kann ich ja machen. Allerdings, ich muss sagen... Hier? Was? Ja? Ja, ja? Ja. Die stiegen rauf, das ist eine Cam-Kiste. Da müssten mit Equipment für dich drin sein. Psycho. Die habe ich schon geknackt. Okay. Sehr schön. Aber die Hantel könnte man... Oh, wie süß, ein Dreirad. Die Hantel könnte man bestimmt auch zu Stahl umwandeln oder sowas, denke ich mir. Könnte ich mir ich vorstellen. Weiß, wenn du King Kong bist und die tragen kannst, dann mach das. Nee, du hast ja auch gleich die 160 Pfund Dinger da geschnappt irgendwie. Ja. Um festzustellen, dass ich nicht King Kong bin. Ah, es ist übel, ich muss alles mitnehmen. Cafeteria-Tablett, ja, das mache ich. Ein weißer Teller, du, kann man immer gebrauchen, wenn Besuch kommt und so. Ja, finde klar. Finde ich in Ordnung. Hier, im Badezimmerspiegel ist noch Rad X, also bei mir jedenfalls war welches drin. Ja, bei mir ist es leer. Und Pümpel, alles klar. Die ersten Gegner können kommen. Ich mache jetzt PvP mit dem Pümpel. Das ist total demütigend, wenn du damit niedergepümpelt wirst. Also der im Swimmingpool ist äußerst entspannt. Die Partyhütchen kann man ja auch abnehmen. Das ist ja. Nur hier die Österreicher, die stehen halt auch sowas. Also manche, also sie hier. Sie hat eine Machete in der Hand. Ich gehe mal weiter, Ermann. Oder der wirkt doch sehr entspannt, der da hier im Reifen. Hier im Kühler war noch Käse. Was? Dreh dich um. Jetzt kommen deine Haare viel besser zur Geltung. Eine Schöpfkelle. Hier ist noch ein Schraubenschlüssel und sowas drin. In der kleinen... Milchautomat, alles leer. Ah, guck mal, der Tod im Pool. Allerliebst. Da ist noch eine Kühltasche. Hier drüben. Leere Milchflasche. Hier ist ein Teddybär. Also ich hab's ruckelfrei, aber es wirkt sehr, wenn man sich dreht, Jetzt lenkt's gerade extrem bei mir. Nee, das nicht, aber mir wird so leicht schwindelig irgendwie so. Ich habe vorher schon versucht, irgendwie den Motion Blur auszuschalten, aber ich find's nicht. In die In die Toilette zurück? Wo war denn hier eine... Darf ich was liegen lassen? Was oben hier im ersten Stock, wo der Badezimmerspiegel war? Oder nee, hier, ne? Hier war das. Das habe ich denn liegen lassen. Wo ich bin, gibt es einen. Danke. Hier gibt es, wo ich gerade stehe, einen Infozettel und einen Holoband. Irgendwo wird geschossen die ganze Zeit, kann das sein? Ja, ja, jo. Rechts von uns. Okay.
Ein Infozettel? Ja, in der Leiche war so ein Zettel ja. Und da lag dann ein Holoband auf dem Tisch. Im Radio. Überlebensgeschichte, Wiedergabe. Das mache ich mal eben. Hm? Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo? Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Nee, die Türen kann man leider nicht einschlagen. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat am Wie lange geht denn das? Salisbury Steak und natürlich Nougat-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Also, ich nehme das erstmal mit, wer da Teil 1. Ich habe 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich bewegen könnte. Dieses Holotape läuft immer noch bei mir, ist unglaublich. Es hört bei mir auf. Hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Das ist eine lange Geschichte. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also. Und ich freue mich schon, wenn ich das nochmal spielen darf. Das andere Holotape, wer da ist, ein Hörspiel. Also ich weiß nicht, ob man das dann starten muss. Verfluchtes Gerät. Ich höre das alles nicht. Ist es nicht. Der auch nicht. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Die Mr. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Oh, Serverneustart. Habt ihr gehört, ne? sag mal, wo kann ich jetzt... Ich kann auch hier bestimmt irgendwo Skillpunkte verteilen, oder nicht? T, Stufenaufstieg, da. Ach. Okay. Dann nehme ich... Nicht der Einzige, der noch zwei ist? Nehmen wir einmal Stärke. Ah, einer in Nahkampfwaffen verursacht nun 10% Schaden. Gems wiegen 30% weniger. Ich höre mich gerade irgendwie wieder selber. Aber ist egal. Ist aber leise. Einheit Nahkampfwaffen. Ich bin nicht so der Nahkämpfer. Also nehmen wir das mit. Annehmen. Teilen? Was kann ich denn teilen? Den Skill wahrscheinlich kannst du dann teilen, glaube ich. Moment, ich habe da noch ein Level up gehabt. T-Skills. Punkte ungenutzt 2. Wie kann ich denn jetzt Punkte nutzen? Hä? Ich verstehe People T alles. Und dann Enter, glaube ich. Oder Space. Ja, aber ich bin doch jetzt Level 3. Ja. Hätte ich nicht. Ach so, von 1 auf 2 habe ich eine Skillkarte bekommen und von 2 auf 3. Ja, okay, gut, dann genau, macht das Sinn. Genau, ich dachte, genau. Ich hätte irgendwie eine mehr haben müssen. Ihr habt schon einen Aufseher getötet? Nein, habe ich nicht, aber der ist trotzdem 1 von 3. Wo sind denn hier die Aufseher? Wahrscheinlich die Dreieckchen, die da hinten angezeigt werden. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich die Tiefenunschärfe irgendwie rauskriegen kann. Ja? Nein, das ist ein Spieler. Einstellungen, Anzeige,
Gegenstände ausblenden, Objekte ausblenden, Gas ausblenden, Fadenkreuz, allgemeine Untertitel. Das können wir mal anmachen. Nee, sieht hier nichts. Sieht nicht so aus, als könnte man da was abschalten, ne? Nein. Hier drüben liegt Aufseher Wellington. Wer auch immer das ist. Aufseher Wellington. Er ist einer der drei. Der dritte ist irgendwo hier, denke ich mal, gen Westen. Da wird es nämlich die Quest angezeigt, zumindest. Ach, hier ist doch auch schon wieder irgendwas zum Rumschrauben hier. Eine Waffenwerkband. Oh Mann, da kann ich mal eben Gegenstände verwerten. Gesamten Schrott verwerten. Andere hier sind Schlammbohnen. Nee. Ich suche erstmal den Aufseher. Kleidung. Bei Pflücken gibt keine Erfahrung und ich bin immer noch zwei. Obwohl, ist es besser, wenn ich den Schrott verwerte? Ist das dann leichter? Ja. So, ich habe erstmal den Schrott verwertet hier. Passt. Wieso sind wir überhaupt auf der Karte? Ich guck gerade mal. So weit sind wir auch noch nicht gekommen, ne? Nee. Oh, wir müssen hier hinter uns sammeln die abgeworfenen Vorräte ein. Könnten wir hingehen. Das ist in der Richtung, wo Palo ist. Okay. Also die Pfeile sind, glaube ich, doch keine Spieler. Sondern, doch. Ja? Auf der Karte. Also hier steht ein Spieler. Ja, okay. Also hier ist die Kiste nebenbei, in der Kirche drin. Wie schön. Was für eine Kiste? Auf menschliche Wesen. Diese Aufseherkiste. Die Aufseherkiste. Gleich, wenn du reinkommst, rechts. Ah, Aufseher-Logbuch. Wiedergabe. Aufseher-Logbuch. Ich kann was drucken. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das, naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme. Wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist. Du kannst da rechts von dir über einen Bericht zu was Sicherheit. Wir haben eine Menge erwartet. Wir sind eins, ist doch jetzt wahrscheinlich so schlecht. Nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ja, ist mir das Spiel jetzt abgestürzt? Jo, Fallout 76 funktioniert nicht mehr. Ich war in der Laborstation. Ich stoppe eben die Aufnahme. Kommen. Nein, stimmt, du bist relativ nah dran. Ja, ja, aber ich bin ja, da es mich herausgeschmissen hat, ist ja die Frage, wo hat er mich abgesetzt? Ganz am Anfang der. Okay, hier sind Leute schon Level 5 und 7, die sind jetzt gerade mit mir in diesem Gebäude drin. Okay. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Shamhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher auf. Eben ganz kurz an diesen. An diesem Diagnosethema rein. Wesen. Aha, dieses Termin ist ausschließlich für Responder, Freiwillige und Freiwilligen Wärter freigegeben. Wenn sie dem Freiwilligenprogramm beitreten müssen, aha. Wahrscheinlich ist deswegen vorher abgestürzt. Nee, da war ich ja gar nicht dran. Ich wollte an das Labor, was hier ist. Die Aufseherin hatte gesagt, dass mehr. Wir nennen ihn nun den großen Krieg. Oh, ich habe ihn gefunden, er ist tot. Die Zeiten sind hart. Mit dem ich sprechen muss. Die Geschichten von Überlebenden. Okay. Mein Name ist Dasa Ben Ami. Sie. Und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Das ist ungünstig. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Am schwierigsten war all die Arbeit. Appalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharten.
So viele sind gekommen. Ich nehme Spüllappen mit. Und mit ihnen ihre Geschichten. Unser Event läuft langsam ab, ne? In 14 Minuten. Fruchtbare Erde. Wir wollten diese Geschichten irgendwie bewahren. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie. Ich laufe euch nach. Ich loote primär und laufe euch nach. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltec-Universität. Wahrscheinlich, ja. Mein letztes Studienjahr. Ich druckte gerade meine Doktorarbeit aus, als ich die Sirenen hörte. Ich dachte, mein Vater, der bei Voltec arbeitete, könnte uns sicher alle mitnehmen, aber es wurden nur zwei Reservierungen gewährt. Die Leiche, die man winzt, ich weigerte mich mitzugehen. Nicht hier. Also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Voltec. Genau. Die konnten mich nicht umstimmen, so sehr sie es auch versuchten. Ah. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das war's. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Nur der Eigentümer dieser Quest kann das aufsammeln. Wer ist denn das? Ich habe mich gleich gemeldet. Es war wirklich hart. Die Flut ganz hat uns sehr mitgenommen. Zum Flughafen Morgantown und jetzt nach Flatwoods überzusiedeln war. Weiß nicht, eventuell. Können. Ich bleibe optimistisch. Wieder eventuell? Ja, kann ja nur. Wenn wir beide das nicht können, muss sie das aufnehmen. Ich bin nun seit zwei Jahren oder so dabei. Kinder, jetzt, ja. Also im Together kannst du diese 10 Minuten Transpondermeldung ja echt in die Tonne treten, irgendwie, ne? Da kannst du, du kannst ja als zweiter Spiel gar nicht spielen, wenn im Hintergrund jemand 15 Minuten lang sabbelt, ne? Ich bin ja gerne für Story zu haben, aber im Multiplayer ist das No-Go irgendwie, ne? Oder? Ich nehme jetzt einen anderen Transponder auf, in Hoffnung, dass der kürzer ist. Unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Man kann es aber abbrechen, ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wie denn? Du gehst rein. Ich bin Kesha in deinen Pip. Dann unter. Unter Radio? Nee, nicht Radio. Gegenstände und dann musst du auf Follows gehen. Und dann kannst du Leertaste drücken für Wiedergabe oder Stopp. Ich hab grad Lags des Todes. Jetzt hat's, glaube ich, aufgehört von der Lage. Wo bin ich denn jetzt drin? Okay, an einer Wasserpumpe müssen wir dann. Aber eine Wasserpumpe haben wir ja zu Hause, mehr oder weniger. Kommen wir immer wieder dran vorbei. Was ist jetzt eigentlich mit dieser anderen Quest mit den 14 Minuten? Dass wir die manipulieren sollten, die Koordinaten da von den Dingern? Scheint irgendwie weg zu sein, ne? Oder? Kann das sein? Ja. Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Pandoron hat die Quest eins nach dem anderen. Teste eine Wasserprobe. Wir konnten jetzt den Gegenstand aufnehmen. Das Wiener Madel oder Pandoron? Niemand, nein. Wieso? Der ist doch nicht mehr drin. Aus dem Wasser pumpen. Oh, ich kann trinken. Ich trink mal. Nee, nee, das ist nicht das. Mit dem Quest-Item. Mit dem Quest-Item aus den Wasserpumpen. Und wer hat das Quest-Item jetzt von euch aufgenommen? Den Wassertester da? Ich schau gerade. Ich konnte es nicht aufnehmen. Ich hab's aber im Inventar. Obwohl es drin lag und ich nicht aufnehmen konnte. Okay. Ja. Ist ja, ja dann teste mal. Nee, oben steht an den Wasserpumpen von Flatwood, soll man das testen. Ja. Okay. Also nicht hier. Hm. So, und ich soll mich als Freiwilliger registrieren. Habt ihr die auch oder nicht? Hast du so, ich dachte, es hätte schon, ne, dass es auch für alle gilt. Ja, musst du noch machen. Sammle die abgeworfenen Vorräte. Habe ich. Dann hast du aber noch einen Schritt davor nicht gemacht. Selbstbedienungsregistrierungs. Okay. Wie gesagt, ich renne eigentlich nur mit. Also. Ich sehe das jetzt nicht. Sind in der Küche. In der Küche, sag ich schon. So, willkommen Überlebende. Dieses Programm wurde entwickelt, um aus gewöhnlichen Überlebenden zertifizierte freiwillige Responder zu machen. Aha. Aufgabe der Freiwilligen ist es, anderen zu helfen. Und unsere Aufgabe als Responder ist es, allen zu helfen. Auch Ihnen, Freiwillige, ja, melden. Machen wir doch mal. Willkommen, Freiwilliger. Übertrage Kurs auf externe Hardware abgeschlossen. Melde dich bei Responder Kesha McDermott, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ist das die Tote, die wir eben gefunden haben? Personenverzeichnis. Sie sind nun in Sicherheit. Aha, ja, die ist doch tot.
Die habe ich doch schon gesehen. So, Christian McDermott. Und hier kommt 3 Church Road. Okay. Gut. Ah, hol dir das Wassertestkit. So wird ein Schuh draus. Also, wieder mal. Ja, das hab ich ja aufgesammelt vorher. Hast du dich schon? Du hast dich noch nicht registriert, ne, oder? Nein. Okay. Die Quest hattest du auch noch nicht. Dann geh doch mal in die Kirche. Weil wir kriegen alle diese Wassertestkits-Geschichte. Die kriegen wir alle 3. Okay. Das ist eine Quest, die jeder von uns einzeln absolvieren muss. Ich muss aber laut Questmarker nicht in die Kirche. Ich muss zu dem Kloster nach hinten, zu der Leiche. Geh mal hier oben ran. Geh mal hier oben ran. An das Diagnosetümmel. Vielleicht bringt ihr da was. Vielleicht bringt ihr das was. Ausrüstung. Hinten das Runde. Das Diagnosetümmel. Nein, sie hat schon die Quest im gleichen Stand. Es ist eine andere Quest, wo du die Vorräte aussammeln musst. Ja, aber bei den Vorräten. Das habe ich ja schon gemacht. Ja, aber bei den Vorräten war ich noch gar nicht. Das ist irgendeine Nebenquest wahrscheinlich. Ja. Also ich bin ans Diagnoseterminal gegangen und da stand, glaube ich, dass ich so und so suchen soll. Und die liegt da vorne tot rum. Und ich glaube, in dem Kontext habe ich, glaube ich, auch die Registrierungsquest bekommen. Ich habe da die Wachsprobe bekommen. Nee, die Registrierungsquest hast du vorher machen müssen. Ich habe jetzt nur die Vorräte, die... Warte, wo sind die? Kannst du die Leiche hier mal anklicken? Die gehört nämlich dazu, zu dieser Quest. In Kirchen auch nach oben schauen. Weil? Ah, da. Ja, erstmal ist da massiv Loot drin und ich habe daraufhin habe ich irgendwann eine Quest bekommen. Entweder direkt durch die Leiche oder. Um dich zu unterbrechen, als du rausgeflogen bist, bin ich durch die Kirche und habe alles angeklickt. Okay. Also, ich muss jetzt irgendeine Kiste aufsammeln, die. Genau südlich von uns ist quasi. Dann sollen wir eine Leiche im Fluss. Richtig, so die Hauptquest ist eins nach dem anderen bei mir. Genau, bei mir auch. Das mit den Vorräten, das ist nur eine Nebenquest. Genau. Also die hat mit der Hauptquest nichts zu tun. Aber wenn ich zum Fluss gehe, kann ich dort nichts machen. Guck mal in deinem. Wie heißt denn deine. Da hast du eine Hauptquest. Meine Hauptquest sind die Wasserproben. Test, ja, dann hast du das Kit schon. Dann hast du das Kit doch schon in der Hand. Ja, aber ich kann ja damit nichts machen. Ja, das ist ja das, auch was ich versuche euch zu sagen. Stehst du vor einer Wasserpumpe in den Flatwoods? Ja oder nein? Nein, jetzt aber gerade. Ich stand genau auf dem Questmarker-Punkt. Auf welchem Questmarker-Punkt? Im Arschenzwirn. Auf der Map wird die Quest markiert. Und genau auf diesem Marker stand ich. Und da war nichts. Null. Nada. Also ich kriege hier einmal teste eine Wasserprobe aus dem Fluss und teste eine Wasserprobe aus dem Wasserpumpen von Flatwoods. So, ich teste jetzt erstmal die aus dem Fluss. Ja, das habe ich probiert. Vorher. Das hat für mich nicht funktioniert. Habe ich einfach R gedrückt? Nö, das ist genau neben der Leiche. Habe ich einfach R gedrückt und jetzt ist die verschwunden. Jetzt muss ich sie nicht mehr testen aus dem Fluss. Jetzt habe ich sie gerade getestet. Okay. Ja, die aus dem Fluss habe ich auch schon. Nicht. Ich muss nur noch die aus der Wasserpumpe. Ja, dann, was steht denn bei dir jetzt rechts oben für einen Questtext? Lies doch mal vor. Rechts Wer oben? Jetzt? Ja, du. Du hast Test ja. Test deine Wasserprobe aus dem Fluss und ja, dann komm doch mal zum Fluss. Komm mal zum Fluss. Wo die Leiche ist. Ich komme. Jemand musst du nicht machen, aber du wirst halt gar nicht mehr weiterkommen, ne? Weil die Quest musst du erst abschließen. Warte, ich muss irgendwas muss wegkommen. Ich will dir nur helfen. Wie gesagt, wegen mir musst du es nicht machen. Ja, nein, danke, aber ich bin zu schwer schon wieder. Ich habe schon wieder irgendwas eingesammelt. Das hätte mal einer von uns sagen sollen, dass du zu schwer bist. Da wäre aber die Hölle los gewesen. Ja, sicher, was glaubst denn du? Drei Personen an der Tastatur, wie seid ihr denn drauf? Was ist das so schwer, verdammt? Also ich warte jetzt mal auf dich am Fluss.
Du kannst nach Gewicht sortieren. Echt? Ja. Und das Sortieren so lange durchschalten, bis da, glaube ich, GEW oder sowas, wie das abgekürzt wird. Ah, okay. Normalerweise ist sie die Rüstung. Oder du gehst hier einfach zur Werkbank und zerlegst deine Sachen. Ja, das kannst du auch machen. Also komplett mit Schrott zerlegen lassen. Das ist deutlich leichter. Man. Burschens. Ich komme zum Fluss. Ja? Ich habe Mach erstmal den. Also. Erstmal das Wasser sammeln. Aus dem Fluss. Nicht trinken. Nichts. Nada. Du kannst R drücken und du kannst E drücken. Was hast du denn gemacht? Ja. Hast du R gedrückt? R gedrückt. Himmel, Herrgott, auch schon ziehen. R. Ich meine, du läufst da auch irgendwo ganz... Ich habe mich hier hingestellt, direkt neben die Leiche, ne? Ich weiß nicht, ob das da vorne auch klappt, irgendwie so 30 Meter weiter. Ja, sammeln kannst du das jetzt schmutzige Wasser. Ich. Du kannst es so oder so sammeln, das schmutzige Wasser. Ja, ich weiß, aber ich habe, als ich es gesammelt habe, ging meine Quest direkt weiter und ich musste es nur noch zu der Wasserpumpe. Genau. Ja, ich nicht. Ich folge euch einfach. Die Quest aktualisiert sich nicht bei mir anscheinend. Okay. Mehr als R drücken kann ich nicht, Bell. Mehr als R drücken kann ich nicht. Gegenstände Diverses. Ja, im Inventar auf Gegenstand und Diverses, ob du das Wassertestkit überhaupt hast. Ja, habe ich. Okay. Gut, dann. Okay. Dann ist die Quest bei dir verbuggt. Ja. Sind wir uns da jetzt endlich einig? Das ist ein bisschen salzig, ne? Kann das sein, irgendwie? Nein, aber mehr... Kommt aber so rüber, muss ich sagen. Passt schon. Alles okay. Alles gut, genau. Alles gut. So, Wasserpumpe. Aua. Sammeln. Oh, ein Ghoul. Der haut mich. Verdammt. Ich häng fest. Oh, Valimente. Oh. Well, jetzt sei brav und bedank dich auch. Okay, was? Rackerlein, vielen lieben Dank. Dankeschön. User was moved to your channel. Ah, die Lieblingskatze. Ja. Einen schönen guten Tag. Oh, jetzt Hallo. Explodieren meine Ohren. Hallo. Mach leiser. Ja. Aua. Stream war zu leise. Oh, hier sind noch wilde Mutterbären, die können wir mitnehmen. Pando, hast du jetzt auch erstmal nur ein Sternchen bekommen neben die Wasserpumpe? Und eine zweite dazu noch? Eine zweite. Also ich habe einfach nur teste eine Wasserprobe aus den Wasserpumpen von Flatwoods. Ich habe die noch nicht benutzt. Wieso? Werde ich jetzt aber machen. Genau, und daraufhin kriege ich bei mir erstmal nur ein Sternchen dann eben. Man muss beide benutzen. Habe ich gemacht. Jetzt, wo du beide benutzt hast, ist bei mir die Quest weggegangen. Das finde ich lustig. Jetzt habe ich eine Quest, analysiere die Ergebnisse der Wassertestkits. In Keshas Labor. Genau. Dann triggert die jetzt bei dir weiter. Wunderbar. Okay. Wenigstens das. Old Man Mans, Mason. Vielen Dank für das Abo. Dankeschön. Das soll jetzt gerade weggestellt werden, ja? Dankeschön. bitte? Was, China? Das Salz kann also weggesteckt werden. Genau. Ja. Pack die Frust-Molotovs wieder ein. Jetzt genau. Ist es gut. Das klang wie ein tiefes Durchatmen. So ganz tief bis zum Keller. Möglich. Duck den Drops. Ja, ja. Spüllappen. Ich sammle Spüllappen ein, wenn noch jemand welche braucht. Ich hätte dann welche. Ne, ich hab schon welche. Bericht zur Wassersicherheit, aha. Falligen. Identifiziert Bakteriengruppen, mutiert Bakteriengruppen, okay. Strahlenbelastung extrem.
Das haben wir gemerkt. Wasser ist nur gründlich abgekocht als Trinkwasser geeignet. Gut, dass uns das jemand mitteilt.